Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest Biotere Wahrheit. Und wir sollen, wie heißt das Zeug? Borstenzunge ernten, genau, genau. Weil die Schweine uns ja hier veräppelt haben. Mhm. Euer Gnaden. Ja, hier haben wir auch schon mal jemanden umgebracht. Genau. Weiß ich auch noch. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal schön rächen. Krieg nicht hierher, nein, nein, der dunkle Krieg ist vorbei. Jeder kann jetzt sein Schicksal selber hier weben. In Amalur, wie er will und wie er meint. Alle leben frei und glücklich, bis auf die Tuatha, die wir bis zu unserem letzten Atemzug bekämpft werden. Jedenfalls gehen wir jetzt nach oben, in die Oberstadt zum Brunnen. Und da finden wir dann hoffentlich dieses komische Zeug. Mann, 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 Mann. Da. Da ist es. Borstenzungenkraut. Aha, Borstenzungensamen. Zu Gerta, Gertanaska zurückkehren. Mhm, mhm. So, so, das sollen wir jetzt also machen. Dann tun wir das auch mal. Beim Brunnen waren wir auch sehr, sehr selten hier, ne? Was ist das eigentlich für ein Häuschen? Wer wohnt hier nochmal? Seid gegrüßt. Hallo. Hof des Sommers. Ach so, das ist ja der Durchgang. Na gut. Es ist so schön hier in Ysa. Die schönste Stadt, wie ich finde. So, und der ist jetzt hier und es tun alle so, als wäre nichts passiert, oder wie jetzt? Ihr habt die Samen. Ha, nun werden wir sehen, ob das Siegerbräu einem neuen Herausforderer gewachsen ist. Noch vor dem Ende der Woche kann ich Askas Neubräu liefern. Nehmt das, Freundin. Und wie versprochen werden euch die Kaufleute hier Rabatt gewähren. Ihr habt ein Heim in der Gasse, solange ihr es wünscht. Okay, Askas Schmalgasse. Die Botschafter haben verlangt, dass Anlagen erbaut werden, wo Wesen aus Fleisch und Blut die Füße hochlegen können. Nicht, dass die Feinen wüssten, was das genau bedeutet. Also traten die Almaien an meine Familie mit der Bitte heran, eine Taverne zu eröffnen. Die Schmalgasse läuft gut, aber ich bin kein Geschäftsmann. Delegation der Händlervereinigung. Oh ja, Verzeihung. Die Delegation der Händlervereinigung. Das ist ein Zusammenschluss von Händlern, die eine Genehmigung zum Verkauf ihrer Waren in Ysa haben. Gut, nochmal was über dich. Ich würde nicht sagen, dass ich vor dem Krieg davongelaufen bin. Ich muss nur einfach nicht jede Einzelheit wissen. Es gibt andere Wege, um zu helfen. Gäste abzufüllen ist einer davon. Tja, nicht jeder ist dafür geschaffen, Soldat zu sein. Gärten von Ysa. Ich werde die Feien ganz bestimmt nicht kritisieren. Sie nennen uns Kinder des Staubs. Wir behandeln sie wie unseresgleichen. Dabei sind sie anders als alles, was mir je begegnet ist. Diese Stadt gibt es hier schon seit Jahrtausenden. Sogar noch länger. Und sie wird noch existieren, wenn wir längst vergangen sind. Ein schöner Abschlusssatz, wenn das Spiel jetzt hier enden würde. Wir haben keine Quest jetzt ausgesucht, deswegen nehme ich eines der letzten hier, das Werk eines Meisters. Gafroch Walle, ein Lehrling ohne Meister, hat ein zerbrochenes Schwert, das er nicht reparieren kann. Der einzige Mann, der dies kann, ist zufällig jemand, dem ich schon begegnet bin, in den Höhen von Minitüre. Und da gehen wir jetzt mal hin und erledigen auch das. Oh Gott, und dann Leute, kann es doch sein, dass es hier bald vorbei ist. Ein merkwürdiges Gefühl. So, wir reisen hierhin nach der Türe, Halle der Erstgeweihten, und dann gehe ich da aber wieder raus. Oder stehe ich davor? Wäre schön. Stehe ich davor? Man steht meistens davor. Super. Dann muss ich nicht zweimal laden und kann dann direkt losrennen.
Könnte auch sein, dass hier wieder Spinnen rausgesprungen kommen. Man die Wege noch nicht oft genug gegangen ist. Ich muss hier bestimmt voll die Runde drehen. Weil das nämlich da oben auf dem Hügel ist. Ja, ja. Ach, ich erinnere mich noch, wie wir hier damals das erste Mal so in diese Wüstengegend kamen. Da hatte man noch so das Gefühl, dass man von da, wo man war, noch nicht alles angeguckt hat. War wahrscheinlich auch so. Und dass noch so viel vor einem liegt irgendwie. Weil einem klar war, dass man gerade erst so in der Wüste ist und da noch die ganze Ostküste vor einem steht. Und so war das dann auch. Na, da ist er doch. Ja, den kennen wir ja schon. Dem haben wir schon geholfen. Dem geht's ja immer noch nicht besser. Keine Lektionen. Keine wertvollen Perlen der Weisheit. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Ihr habt meinen Dank. Und nun geht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ihr werdet in Eisenhag gebraucht. Oh, weshalb? Es gibt wohl nichts, das der alte Brasken nicht selbst zu Wege brächte. Ihr kanntet den alten Meister? Ich kenne ihn immer noch. Seinetwegen bin ich nach Menetyre gekommen. Er ist der einzige in ganz Amalur, den ich respektiere. Seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Haldebiers Klinge ist zerbrochen. Okay, wir sagen mal, seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Was? Er ist tot? Dann hat er das Schwert nie repariert. Und den unerfahrenen Lehrling halbfertig ausgebildet zurückgelassen. Verdammt, ich habe geschworen, dass ich nie wieder. Aber die Klinge und der Lehrling. Lehrling und Klinge. Das reicht nicht, nein, ich muss gehen. Bringt mir etwas von dem, das als Meisterteig bekannt ist, von Hurvas Türschwelle. Dann gehört das Schwert euch. Ich warte in Eisenhark auf euch. Na, ist doch schön, dass es ihm wieder besser geht und er jetzt wieder ein neues Ziel vor Augen hat. Wo sind diese Ruinen? Sie heißen Hurvas Türschwelle und liegen gleich nördlich des Flusses. Vor ein paar Jahren hat dort eine Verrückte gelebt. Sie hatte die Herstellung von Meistertalg perfektioniert. Sie ist fort, aber ihr findet bestimmt noch Überreste des Talgs. Mhm. Beeilt euch. Nun, da ich begonnen habe, möchte ich es auch zu Ende bringen. Ja, mal gucken. Wo? Ein Ort, wo wir noch nicht waren. Dann gehe ich mal zur Eisenhackfeste und laufe von da weiter, weil dann muss ich nicht die ganze Runde wieder drehen. Einen blöden Berg darunter. Nein, wir laufen wieder an einen Ort, wo wir noch nicht waren. Es ist unglaublich, dass es selbst am Ende noch immer diese Örtlichkeiten gibt. Aber ich weiß nicht zusammengezählt, wie viele Nebenquests wir jetzt schon eigentlich erledigt haben. Auf jeden Fall so gut wie fast alle, würde ich sagen. Und da ist es. Hurvas Türschwelle. Tatsächlich, wir waren hier noch nie. Dann gehen wir da doch mal hin. Wenn wir das sollen, dann machen wir das natürlich. Auch das tun wir noch. Auch in unseren letzten Tagen von Amalur werden wir den Menschen helfen. Mit Feuerkraft. Leute, reißt euch zusammen. So, mit unseren 25 Dietrichen, das schaffen wir. So, das nehmen wir mal mit, das Schild. Vielleicht ist es ja sogar besser als das, was wir jetzt haben. Das war alles nicht mehr wichtig, machen wir aber trotzdem. Ja. Eine Feste, in der wir noch nicht waren, das ist ja ein Ding. Oh, da kommen aber viele Leute auf uns zu. Hallo. Wer ist da unten? Wo denn? Wo sind die anderen? Da kommen doch welche. Wo sind sie denn? Die wuseln da irgendwie. Weiß ich nicht, wo die rumwuseln. Oh.
Ja. Wir sind zornige Untote. So, wir laufen weiter. Würde ich jetzt noch weiter irgendwie 2 Tage durch die Gegend laufen oder so nur rumkämpfen, würde ich bestimmt sogar noch ein Level abschaffen. Aber ich habe da nicht so wirklich mehr Lust zu. Ein Reparaturkit. Und ein Versteck. Jawohl. Aber nichts Tolles. Huch. Geh aus der Ecke raus. Husch. Ist da auch noch was? Hier? Nee. Wo soll ich jetzt lang? Da lang. Okay, dann machen wir das mal. Auch wenn es ein bisschen immer stockt. Weiß auch nicht, wieso. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Da ist noch ein verborgenes Objekt. Mit nichts Tollem eigentlich. Wir gehen mal da lang, wo wir lang sollen. Manchmal erschrecken die mich auch, wenn die da so auf einmal aus der Seite kommen, wo ich nicht hingucke. Ich dann immer denke, dass der rote Pfeil schon einer ist, mit dem ich gerade kämpfe und nicht noch ein weiterer. Das ist immer doof, wenn man sich dann verrechnet. So, hier sind wieder Kisten. Oh. Während da die Bombe platzt, machen wir mal in Ruhe mit unseren Dietrichen die Truhe auf. Genau. Tut ja gar nicht weh. Mhm. Hier ist irgendwas zum Bannen, ne? Ah, da. Mittel. Oh, Sesam, öffne dich. Sogar eine Errungenschaft kriegt man dafür. Das ist ja toll. Aha. Aha, aha. Und damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, was irgendwie toller ist als das, was wir wahrscheinlich eh schon haben. 190, nö, kann auch weg. Nö. Nö. So. Zepter der Exekution. Ich nehme das einfach mal aus Spaß mit. Auch wenn unser Inventarplatz immer recht klein ist. Was ist hier oben? Eine Treppe, die ins Nichts führt. Na denn. Und dann konnte man noch irgendwie nach rechts. Da waren wir auch noch nicht. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas zu holen. Oder so. Hier. Hallo. Mhm. Kann ich jetzt hier runterspringen? Oh! Wo kommst du denn her? Die klingen immer, als hätten die einen ganz, ganz schweren Husten, ne? Aber einen ganz schlechten, schlimmen. Nein, weh, du bleibst jetzt hier... Nein, weh, du bleibst jetzt hier in der Ecke stecken. Nein, nein, nein. Nein, sowas darf nicht passieren. Scheiße. Ich stecke fest. Ah! Wie ich sowas hasse. Geh aus der Ecke raus.
Nein, ich hätte hier nicht hingehen sollen. Das sah aber so aus, als könnte man das. Ja, geil. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Kannst du nicht dich da wegrollen? Hier, mach deine Mega-Power. Ach, das geht auch nicht. Scheiße. Ja, das hat ja toll geklappt. Mist. Können wir uns hier nochmal die Dings angucken? Blöd gelaufen, bis gleich. So, da bin ich wieder befreit aus meiner Ecke und auf dem Weg wieder raus. Ich bin auch noch ein Stück weiter gelaufen, um dann festzustellen, dass es nicht weiter ging. Um dann den ganzen Weg durch die Höhle wieder komplett zurückzulaufen. Und man verirrt sich hier ja gerne mal. Von daher seid froh, dass das nicht aufgenommen wurde. Es ist einfach nur nervig. Und ich bin froh, dass ich jetzt beim Ausgang bin mit dem Scheißzeug. Aber, unglaublich aber wahr, haben wir tatsächlich eine Errungenschaft hier bekommen. Und damit habe ich nicht gerechnet gehabt. So, jetzt werde ich aber nicht mehr groß laufen. Jetzt gehe ich zur Eisenhackfeste und bringe das, das ab. Bring das weg. Die redet mit Adrien. Ja, lass mich. Ich mach das schon. Ich rede mit wem ich will. Jo. Das ist schon leicht nervig, wenn man dann in so einer blöden Ecke feststeckt. Und das dann alles nochmal machen darf. So, die stehen da auch immer bereit. Die guten Männer. Dö, dö. Hier gibt es auch immer noch Dinge, die, Hitze ist genauso tödlich, die man machen kann. Also zum Beispiel gehört sie hier dazu, zu diesen... kann ich euch helfen? Hier gibt es immer noch diese Auftragstafel, aber das lassen wir mal. So, jetzt sollen wir zu ihm hier hingehen. Da ist er ja. Ha! Ah, da seid ihr ja. Ja, und du bist nicht mehr da oben in deinen Bergen. Habt ihr den Meistertag? Ja. Dann lasst uns beginnen. Okay. Herren von Eisen und Feuer, es tut gut, wieder an der Schmiede zu stehen. Rüstet euch. Guck mal, es geht ihm wieder richtig gut. Warte, bis der Schmied fertig ist. Jetzt halt mache ich das mal kaputt hier. Mann, alle gucken. Du hast nicht genug Platz. Seht her, Haldebiers Klinge stabil und vollständig. Da ihr das erst ermöglicht habt, bestehe ich darauf, dass ihr sie nehmt. Eine Heldin verdient das Schwert eines Helden. Wenn ihr mit der Gafferei fertig seid, würde ich gern die Ausbildung meines ungeschickten und tölpelhaften Schülers fortsetzen. Ja, ja, klar, gerne. Ich weiß aber auch von ihm alles, sonst hätte er uns helfen können. Sag noch mal was über die Schmiedekunst. Ich hatte mir geschworen, nie wieder einen Lehrling anzunehmen. Aber für euch und Gavroch hier würde ich eine Ausnahme machen. Das ist ja toll. Achso, warte mal, kannst du noch mal mit mir reden? Wenn Sie mich hier in Ruhe arbeiten lassen, könnte ich mich an diesen Ort gewöhnen. Erzähl noch mal. Der Junge ist so grün hinter den Ohren wie ein frischer Grashalm. Aber er hat ein gutes Auge und einen starken Arm. Er lernt es schon noch. Das ist ja toll. Dann hat er ja jetzt, was Neues zu tun bekommen, dank uns. Das finde ich schön. Und diese Malachsweste, ich ziehe sie mal an. Sieht auch sehr interessant aus. Da hätte ich mich damals sehr drüber gefreut, wenn ich den Quest vorher gemacht hätte. Die habe ich noch in der Festung gefunden. Der feine Barde Malach zog unzählige Hühner und Lauten aus seiner legendären Weste. Hühner und Lauten? Eine Anspielung auf die großzügigen Verzauberungen dieses Brustpanzers. So wie Hermines Tasche. Sind dann da ganz viele Sachen drin? Okay. Die machen wir mal weg hier. Und die ziehen wir wieder an. Was haben wir dann hier noch? Nö, das ist nicht gut. Dann packen wir das mal. Nee, mach das mal ruhig so. Genau. Und Waffen, was war hier noch? Die grausamen Chakrams. Nee, die sind leider nicht gut genug für uns. Accessoires, Ring des Schutzes. Och, ist ja süß. Manchmal sind die ja echt nett zu uns. Ne, geben alles, was sie so haben. So, ein bisschen aufgeräumt. So, aufgeräumt. Der ist wieder zurück. Das ist ja auch schön hier. Ich meine, ich weiß noch, wie er damals krank war und dann mussten wir ihm da irgendwie das Zeug holen, damit es ihm wieder besser ging. Jetzt ist er in der Schmiede, hat was zu tun. Und der Lehrling auch. So soll es sein. Mit gutem Gewissen können wir dann das Spiel im nächsten Part abschließen. Nächster Part. Letzter Part. Amalur. Leute. Ich freue mich oder auch nicht. Wir werden sehen, was da noch auf uns zukommt. Bis dann.